Und schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. 2000 Euro, diesmal, ihr habt richtig gehört, 2000 Euro, wenn ihr den besseren Selfmade-Burger macht. Ich habe hier zwei Ehrenmänner am Start, ihr habt sie wahrscheinlich jetzt schon im Intro gesehen. Kommt mal ran, Jungs hier, kommt mal ran. Der hat Plateauschuhe an der Linke hier. Ja, Jungs, stell dich doch mal ganz kurz noch mal vor, bevor ich einmal sage, ein paar Worte. Ich bin Adrian, 30 Jahre alt, komme aus Regensburg und bin extra hier hochgefahren, damit der Holle mal meinen berühmten Burger testen kann. Ja? Damit ich mal einen guten Burger essen kann. Genau, ne? Ja. Und Jeremias aus der letzten Runde ist die 2000 Euro Eingang. Er hätte 500 Euro kassieren können, hat sich entschieden in die zweite Runde um 2000. Sag doch mal noch kurz hier was. Ich bin Jeremia 26 aus Hamburg. War letztes Mal ja schon einmal hier dabei und dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding verteidigen können. Let's go. Ja, Leute, also noch was für euch wichtig ist zu wissen. Bewerbt euch für die nächste Runde in den Kommentaren. Macht mal einfach Hashtag Holle und eure Stadt und dann wird es ein Teamduell geben. 2 gegen 2, das heißt, ihr könnt eure Freundin, euren Kollegen, irgendjemand mitbringen. Das wird nochmal ganz, ganz wilde Sache. Und die Likes in diesem Video bestimmen das Preisgeld für diese Runde. Das heißt, haut rein mit den Likes. Allerdings gedeckelt, Leute, bei 3000 Euro, 1000 Likes, 100 Euro. Und ich würde sagen, wir können losstarten. Ihr könnt ja so langsam schon mal loslegen einfach. Und ich werde euch dabei ein bisschen löchern mit Fragen. Oh! Da ihr den Jeremias erkennt, ich finde das ganz spannend. So kristallisiert sich heraus immer aus der letzten Folge. Manche sagen so, oh, ich bin ja Jeremias-Fan, ich will unbedingt, dass er die wegballert. Und dann gibt es welche, die vielleicht sagen, ich konnte nicht leiden. Muss man einfach sagen, ist so, ne? Ist so. Und dann haben wir welche, dann nämlich, die sagen hier, Adi, kann man sagen so, ne? Ja, selbstverständlich. Adi, die finden den sympathischen so wollen, dass er gewinnt. Warum wirst du denn heute gewinnen, Adi? Weil ich schon seit langer Zeit meine Burger mache, mir immer viel dabei denke, immer mit viel Feingefühl dabei bin, immer eine gewisse Leidenschaft auch habe und das muss immer perfekt werden und jetzt habe ich die schon so oft gemacht und vielen von meinen Freunden gezeigt, alle finden es geil und weil ich deine Videos gerne schaue, habe ich mir gedacht, hey, wenn es einer mal eine Bewertung abgeben muss, dann du. Geil, also du bist mit Leidenschaft dabei, bist wirklich auch, sage ich mal, ein erfahrener Burgerbräter. Er hat mir erzählt, er hat wirklich noch ordentlich Burger gebraten, um dich natürlich vorzubereiten. Logischerweise, wenn wir sagen, 2000 Euro Preisgeld, ich fahre hier 600 Kilometer hoch, da muss ja auch irgendwie funktionieren. Kann ich mich nicht blamieren, also haben wir das ganze Wochenende Burger gefuttert, damit es jetzt zählt. Ja, dann werde ich mal erstmal gucken, kannst ruhig weitermachen. Und Jeremias, du hast nicht genau das Rezept vom letzten Mal, obwohl es so getrumpft hat, ne? Sie waren gut letztes Mal, aber eigentlich war es ein Fail so, als ich die gemacht habe. Also es geht auf jeden Fall noch besser. Ich habe mich jetzt mal noch versucht, ein bisschen mehr an den Amis zu orientieren, habe ein bisschen Kartoffeln mit reingehauen. Hast du tatsächlich gemacht. Sind dann also die Classic Potato Buns und die sind meiner Meinung nach auf jeden Fall noch geiler. Bei seinem Burger, wo ich auch gesagt habe, er hat eine kranke Punktzahl. Ich kann noch mal von den letzten beiden Kandidaten die Punktzahl ein. Wir haben jetzt auch schon ein Ranking, das ich sehen lassen kann bei den Selfmade-Burgern. Und das war der butterigste Burger mit damals Melzer, den ich je im Leben gegessen habe. Und das fand ich auch sehr interessant, die Aussage, weil ich versuche natürlich selber auch bei meinen Selfmade-Burgern Butter reinzukriegen, kriege ich nie so auf die Reihe. Ich hätte vielleicht noch ein Angebot, was du vielleicht nicht abschlagen kannst. Hier. Jetzt kann eigentlich nur komische Sachen machen. Nein. Also, du kannst an dieser Stelle dein Preisgeld verdoppeln. Du musst aber folgende Sache erfüllen. Ja. Du müsstest dieses Video blind die Burger machen, mit Augenverdeckung. Wie soll ich denn blind was schneiden? Da schneide ich mir meine Hände ab, Digga. Digga, was ist das für eine Scheiße? Mach das, auf jeden Fall. Soll er machen, ne? Da bin ich raus. Kommt eine klassische Soße, Jeremias, wahrscheinlich wieder, ne? Mit deinen kleinen Zwiebeln, kleine... Ja, ich habe ja in den schlauen Kommentaren sehr viel gelesen, wie man es besser machen kann. Ich habe mich aber dafür entschieden, es einfach so zu lassen und sogar noch weniger Zutaten zu nehmen als letztes Mal. Nicht diese Berberitze, die hat man sowieso nicht geschmeckt. Die Cayenne hat man auch überhaupt gar nicht geschmeckt, deswegen... Und die Klabusterbeeren auch nicht. Raus, die habe ich heute dabei. Ja, das heißt, es wird noch mehr basic. Einfach Ketchup, Senf, Burgerkäse, Fleisch haben wir diesmal direkt vom Hof. Eigenes Fleisch, südlich von Schwerin. Wagyu-Fleisch ist eine F1-Kreuzung, das heißt, kann man sich zu Hause auch selber machen, wenn man möchte. Kostet so um die 30 Euro das Kilo, also ist noch im Rahmen. Mhm.
Ich muss auch von mir nochmal sagen, ne? Ich habe das Kommentar gar nicht gelesen, aber es sollen wohl ein, zwei auch geschrieben haben, wenig Augenkontakt mit der Kamera gehalten. So, ihr müsst immer bedenken, die Jungs sind zum einen nie vor der Kamera und zum anderen laber ich die ganze Zeit dicht, während die gerade um 2000 Euro spielen und müssen irgendwie alles gut machen und gleichzeitig meine Fragen beantworten. Das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Der Adi wird auch noch selber merken, wie schwer das Ganze wird. Ich bin gerade froh, dass mich noch ein bisschen Ruhe lässt, ja, dass ich meine ersten Schritte schon mal in Ruhe planen kann. Ja, ja. Aber ja, ich versuche natürlich auch ein bisschen dir eine Show zu geben. Ne? Ja, ich hoffe doch. Hast ja auch schönes Rauchsalz, hast du mit? Richtig, genau. Also ich fange jetzt im Endeffekt an mit meinen Zwiebeln. Das würze ich das Ganze mit Rauchsalz und mit einer Spezialmischung, sage ich mal. Das Ganze wird mit braunem Zucker abgeschmeckt und dann richtig schön, bis die richtig glitschig sind. Die sollen nicht karamellisieren. Ich will keine Röstaromen an den Zwiebeln haben. Okay. Das soll sich einfach die Süße von der roten Zwiebel ein bisschen raus mit den Gewürzen. Und dann brauchen wir am Ende des Tages auch fürs Fleisch gar keine Gewürze. Da kommt nur Salz, Pfeffer drauf. Und wenn man reinbeißt, aber halt auch die Zwiebel soll viel Geschmack abgeben. Also machst du so Barbecue-Burger wirklich auch, ne? Genau, ja. Kommen jetzt demnächst auch unbedingt schon ein Abo dalassen. Richtige Videos wie hier auf dem Hauptkanal. Nur die es vielleicht nicht ganz hier auf dem Hauptkanal schaffen, weil, sagen wir mal so, Sachen, die nicht perfekt auf dem Hauptkanal passen, die kommen dann da. Unbedingt Holle TV folgen in die Videobeschreibung. Genau, das gucke ich hier mal nochmal, wie die Jungs das machen. Ich setze das Ganze am Anfang auf. Hau dir jetzt eine schöne Prise Rauchsalz dran. Schön. Jetzt ist noch der geschmeidige Bereich, ne Jungs, wo man eigentlich noch chillig arbeiten kann. Zum Schluss kommt die Hektik dann, ne? Was sagst du denn, Adi? Du hast ja gesehen, wie Jere performt hat letztes Mal. Wie rechnest du dir deine Chancen aus, denn zu gewinnen überhaupt? Du bist ja immerhin diese lange Strecke hierher gefahren auch. Also ich persönlich rechne mir schon ganz gute Chancen aus, tatsächlich. Aber weil das nach meinem persönlichen Geschmack geht. Und ich bin einfach kein Fan von der Kombination mit Ketchup und Senf. Ich finde immer, das schmeckt dann so ein bisschen nach Hotdog. Daher glaube ich, dass ich die einfach, weil meinen hast du so noch nie probiert, noch nie geschmeckt. Ja. Ist einfach ein neuer Geschmack, glaube ich, den du da erleben wirst. Geil. Ich bin überzeugt davon, dass es dir schmeckt. Mit so viel Selbstbewusstsein muss ich hierher kommen. Geil. Aber ob ich gewinne, er ist ein starker Gegner. Der hat sich jetzt noch mal besser drauf vorbereitet, der Gute. Ja, der wird schon abliefern. Ich muss auch sagen, es ist halt sehr speziell, wie du es machst. Hast du das irgendwo abgeguckt oder ist es komplett nach deiner eigenen Feder? Das ist nach meiner eigenen Feder im Endeffekt. Früher habe ich das gerne noch auch mit Birne und solchen Geschichten gemacht, aber es soll einfach nur mega gut schmecken und deswegen hat man sich da so rangetastet. Würdest du sagen, ich habe ein markantes Kinn? Ja klar. Ja, ne? Ja. Männlich, ne? Ja, jetzt guckst du mir aber ganz schön tief in die Augen. Ach, man muss jetzt zur Hilfe stellen bei meinem. Mittlerweile kennst du ja Ahmed. Einfach Ahmed, nicht verzagen, Ahmed fragen. Oder wie Ahmed in seinen Videos so schön sagen würde. Also ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Denkt an Leute, Ahmed hat auch einen Kanal. Mal rumschauen in die Videobeschreibung rein. Ja, alles richtig mit der Hitze, oder? Also eigentlich macht man auch erst das Fett heiß, ne Adi, ist das nicht so? Das spielt tatsächlich keine große Rolle, werdet ihr auch gleich sehen. Es geht in erster Linie wirklich nur darum, dass du genug Fett drin hast. Also erstmal auch schön, dass er das mit Butterschmalz macht. Das finde ich schon mal sehr interessant. Butterschmalz kann sehr, sehr, sehr reinkicken vom Geschmack, also positiv, ne? Ist halt auch im Endeffekt wichtig, weil Butterschmalz hat einen sehr hohen Rauchpunkt. Und da musst du dir keine Sorgen machen, dass irgendwelche Bitterstoffe entstehen, Schadstoffe entstehen oder sowas. Ja. Gerade beim Smashburger brauchst du hohe Temperaturen. Und da ist man auf der sicheren Seite. Machst du ein Dessert? Das ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Boah, was machst du denn hier? Das musst du unbedingt noch ablegen nachher. Was machst du hier, Jeremias? Das haben wir uns gerade gefragt. Ja, ich mache noch einen leckeren Erdbeerjoghurt auf den Burger. Machst du echt drauf? Nee. Nee. In der Bahn bin ich so gefahren und hab nochmal den Burger so im Kopf irgendwie durchgegangen vom Geschmack her. Dann dachte ich halt irgendwas Schmantiges, so wie Schmand oder so, wäre halt irgendwie noch geil, so ein bisschen als Kontrast. Hamburger Hauptbahnhof gab es halt überhaupt keinen Supermarkt. Ich hab Schmand hier zufällig. Ach, hör auf. Ja. Ja, würde ich den sogar nehmen. Ja, wieso, was hättest du denn jetzt sonst gemacht? Ja. War ich beim Edeka. Aha. Und ich hatte Stress, von der Zeit herzukommen. Riesenschlange, gehe ich zum Gleis, dachte, der Scheiß drauf, mach's halt ohne. Aha. Und beim Spar Express gab es halt diese Erdbeerjoghurt.
Okay, das ist aber schon deutlich anderer Geschmack als Schmand, ne? Das hätte ich gleich mal getestet. Wenn es halt scheiße geschmeckt wäre, hätte ich es halt wieder gelassen. Aber ich finde es sowieso sehr riskant. Man muss bedenken, haut eine 9-Punkte-Bewertung Burger raus. 8,9. 8,9. Das schmeckt ja nur noch Erdbeer. Ja, ja. Ah, scheiße. Die Idee war nicht die beste. Nee. Gebe ich ihm 8,9 und du willst hier einen neuen Burger kreieren. Uha. Und dazu noch, der isst nicht mal seinen Burger selber, weil er kein Fleisch ist. Der probiert den nicht mal. Nee, ich habe den noch nie selber gegessen, tatsächlich. Ja. So. Also zieht euch das mal rein, Mann. Nochmal fürs Protokoll, der isst kein Fleisch. Holt sich jetzt Schmand raus, will das auf den Burger machen, sagt, das schmeckt, habe ich noch nie im Leben gegessen. Ich bin sehr gespannt. In meinem Kopf schmeckt es gut, aber in meinem Kopf ist manchmal halt auch Müll drin. Schauen wir mal. Die Burger brutzeln hier, langsam geht's los. Aber die sind echt klein dieses Mal geworden. Du musst da Mini-Dinger machen, ne? Jo. War nicht gewollt, ne? War so halb-halb. Sie hätten auch so 10, 20 Minuten länger gehen müssen. Mhm. Aber, und? Mhm. Kann was werden. Kann was werden. Kommt noch ein bisschen Mayo rein für die Cremigkeit und ja, auch die Vollmundigkeit und natürlich Fett. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Papier hast du auch irgendwo. Ah, da sehe ich schon liegen. Ja, hier eine Schere brauchst, ist sie hier. Ja, hier ist sogar ein perfektes Stück. Ah, sehr schön. Hast du ihn wahrscheinlich seins abgezogen jetzt? Ach so, war das von dir? Die Zuschnitte sind meine. Und denkt dran, Daumen oben knallen lassen. Der Daumen oben bestimmt das Preisgeld. 1000 Likes, 100 Euro. Nächste Runde ein Teamduell. Ihr mit eurem Kollegen gegeneinander, bam. Ihr mit eurer Freundin. Irgendwas, mit wem ihr auch kommen wollt, kommt. Lasst den Daumen oben knallen und schreibt einen Kommentar. Und auch, wie euch das Video gefallen hat, das auch. Auch wenn ihr nicht dabei sein wollt. Ihr müsst das Video pushen. Boah, das hat einen sehr speziellen Geruch gleich. Boah, Gun? Also wirklich, ich bin sehr feinfühlig, Leute. Ich passe wirklich auf und gucke, was auf mich zukommt. Und der erste Geruch gerade vom Reinsmashen, das war schon anders. Ich koche wirklich mit Augen, mit Nase, mit Ohren. Richtig ochsig, ja. Ist Ochse, ja. So, jetzt sieht man hier auch so richtig, wie das Fett Löcher entstehen lässt. Und ja, dann schauen wir mal. Geht hier die Action los, Leute. Jetzt geht's ans Eingemachte. Boah, der hat er perfekt gemacht. Gute Pfanne, ne? Gute Pfanne, guter Arbeiter. Gute Pfanne. Heftige Pfanne, ja. Und ohne Fett hat er das gemacht. Das ganze Fett, was da ausgetreten ist, alles vom Burger, ne? Guck ich das mal an, die Pfanne trieft, sorry, Junge. Ja, die ist echt stark. Also ich muss sagen, unbezahlte Werbung, die habe ich mir geholt. Ohne Chemie eingebrannt, nur mit Öl, habe ich selber noch nach eingebrannt. Die performt gut, die Pfanne. Ja. Aber vielleicht machen die nachträglich noch Werbepartnerschaft klar von Lott. Besser ist es, ja, schnapp's dir. Interessant, du röstest die auch von der anderen Seite, nicht nur von der Innenseite. Ja, genau. Mhm. Das gibt auch einfach die Butterigkeit ein bisschen drumherum. Ja. Und es macht die so ganz lecker weich. Ist das das Sapschige, weil ich immer von rede? Ist das die Sapschige? Finden wir heute heraus, was du unter Sapschig verstehst. Ja, gucken wir mal. Ja. Irgendwie finde ich, ist da was Sexuelles zwischen uns in der Luft, finde ich. Die ganze Zeit, merkst du das? Auf jeden Fall, Selten, dass mir jemand so tief in die Augen guckt. Ja, ja, ich merke das. Mach ich mit Absicht. Schmeckt das? Riecht fast so gut wie das Fleisch. Ja? Schmeckt das, mein Lieber? Sehr gut. Nur meine Zwiebeln riechen besser. Oh nein! Was ist passiert, ey? Boah, scheiße, Mann, das war keine Absicht. Dafür bücke ich mich gerne, Leute. Wenn ihr auch gewinnen wollt, schreibt einen Kommentar. Das schmeckt hier. Mir
hier, es ist hier schon fortgeschritten. Ordentliche Ladung Käse auch. Anderer Käse sogar dieses Mal. Der ist ein Typ, Mann. Was veränderst du deinen Burger so krass, Mann? Es gibt diesen scheiß Hochlandkäse nicht mehr. Ich habe 5 Läden abgeklappert und überall gibt es den als Gouda. Ich hätte den für das Battle, hätte ich den 3 Wochen vorgeholt, auf Vorrat. Ach, der Käse ist genauso gut. Der hat ja das letzte Mal eine 8,9 bekommen. Der macht heute einen ganz anderen Burger. Der macht echt einen anderen Burger. Und Schmand macht er da drauf. Ich komme nicht klar auf den Typen. Wenn das jetzt echt heftig schmeckt, ich weiß nicht. Oh. Und klar. Ja, sah kräftig aus, ne? Auch von der Größe so ein geiler snacky Burger, ne? Ja, so einfach so. Rein, da geht man einen Biss weginhaliert, ne? Schön gesmashed. Das Schöne ist, kriegt tatsächlich beide gleichzeitig rein. Sehr schön, sehr schön. Das mögen wir, ne, Adi? Ja, jawohl. Muss nur gut werden. Ja. Gegen hinten raus wird die Nervosität ein bisschen größer. Ja. Ja. Fühlst du dich immer noch siegessicher? Ich kann ja nur meinen eigenen Burger beeinflussen. Ja. Hatte das Ziel, hier auf jeden Fall die 9 zu knacken heute? Also letztes Mal halt, für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, zieht sie euch rein, verlinke ich am Schluss. Er hat nämlich letztes Mal ein bisschen immer in der Pfanne, ist übrig geblieben vom Fleisch, hat er angebraten und diesen Crunch, was in der Pfanne übrig bleibt, drauf gemacht. Genau. Das war heftig. Das Bun, absolut einzigartig, dieses Buttrige. Ich weiß nicht, was heute mich erwartet, zumindest der Crunch fällt weg, aber wenn der zumindest das Bun so buttrig ist wie letztes Mal, dann hast du schon einen dicken Pluspunkt. Schauen wir mal. Ist alles fertig, sagst du, ja? Alles fertig. Uh-huh. Es ist nur noch Fleisch, Käse drauf und dann wird sofort belegt. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den instant in den Hals reinjagst, ja, weil das ist dann natürlich am besten. Ich beiß von beiden immer dann mal ab. Was für ein Fleisch hast du genommen eigentlich? Das ist Rind, hohe Rippe. Mhm. Einfach eine Empfehlung von meiner Metzgerin tatsächlich. Mhm. Ich finde das zwar absolut legitim, dass er jetzt hochwertiges Fleisch genommen hat, aber es soll ja auch irgendwie dieser Standardburger sein. Das hast du eigentlich alles zu Hause, kaufst dir Hack und dann geht's ab. Röstung lässt sich sehen, schön gleichmäßig. Bei Jeremias mehr gewesen, aber mehr ist ja nicht unbedingt gut. So optisch, Leute, ist das absolut krank, Mann. Absolut heftig, wie im Bilderbuch. Okay, also Jeremias. Sehr, sehr, sehr interessant, was ich heute zu berichten habe. Also erstmal hast du komplett die McDonald's-Vibe getroffen, was ich beim Selfmade-Burger noch gar nicht hatte. Und was du auch merkst, ist das Fleisch. Das Fleisch ist ein Riesenunterschied. Das Fleisch ist sehr weich im Geschmack. Sehr zurückhaltend, sehr dezent. Was sagst du den Buns? Die Buns sind leicht buttrig nur. Ja. Die sind sanft, die sind geil, sind gut von der Konsistenz. Ich würde sagen, von der Konsistenz eventuell besser als letztes Mal. Aber dieses Butterfeeling vom letzten Mal fehlt. Das Fleisch ist auf Anhieb, wirkt es erstmal etwas zurückhaltend, aber das hat so einen speziellen Touch vom Geschmack. Es war leicht vom Gaumen, aber einen sehr besonderen Fleischgeschmack einfach, der hintenrum nochmal hinterherkommt. Komm her. Ich bin so gespannt, Mann. Ich habe so Bock, dass du das Ding jetzt bewertest. Sehr heftige, geile Süße. Also ich kann auch einzig sagen, das ist der beste Barbecue-Burger, den ich je gegessen habe. Krass. Also kein Scheiß, der ist heftig. Und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Schmeckt beinahe so, als hätte er den Bacon selber nochmal zu Hause irgendwie mit Honig eingerieben. Und also diese Süße aus der Soße und so mit dem Bacon zusammen, das harmoniert krank. Gleich von außen halt angebräunt, merkst du, ist knackig von außen, halt von beiden Seiten. Findest du die Zwiebeln? Merkst du die? Ich habe sie selber noch nicht gemerkt, wo du jetzt sagst, müsste ich reinschmecken. Okay. Also geht's in den Geschmack über, was ja nicht negativ unbedingt ist. Ne? Ja. Zwiebeln müssen ja jetzt nicht irgendwie Hauptmerkmal sein. Ich lasse dich die gerne auch gleich nochmal probieren einzeln, dann merkst du erst, wie viel Gewürz eigentlich in den Zwiebeln steckt. Mhm. Muss den anderen nochmal sehen.
Also sehr speziell auch von der Konsistenz. Das Fleisch, das ist vom Biss her sehr besonders. Also irgendwie hast du so, sag ich mal, gebraten, dass ich diesen Biss vom Fleisch so noch bei keinem anderen Burger gespürt habe. Eher ins Positive. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil mir fällt nur ein, es ist ein bisschen härter, ein bisschen bissfester. Was nicht zäh bedeutet, aber es war irgendwie geil. Da sind wieder zwei von Grund auf ganz verschiedene Burger. Er muss extra Schuhe ausziehen. Ich hab gesagt, komm, Andi, du hast deine Schuhe an, noch. Du Penner, Alter! Er hat so hohe Schuhe, zeig mir jetzt deine Schuhe. Ich hab mir extra gesagt, er soll ausziehen eigentlich. Das sind nochmal 3 cm. Nee. Besser klappen können, das Ganze. Du hast mit weniger Butter gearbeitet. Also ich glaube, das ist trotzdem ein absolut geiles Ding. Allein schon dieses Fleisch ist halt, das muss einfach geisteskrank sein. Also ich muss es zum Fleisch nochmal, weil ich das eben zu doll hingesteuert habe. Wenn du dich in dieses Fleisch reinschmeckst, was er benutzt hat, es ist am ersten Mal sehr zurückhaltend, dezent, weich. Du wartest so ein bisschen auf den Wumms, aber es ist dann doch wieder nicht negativ, sondern es ist irgendwie geschmeidig und lecker. Hintenrum kommt dann gewisser, geiler, wirklich einzigartiger Fleischgeschmack. Aber nicht dieses in die Fresse, sondern wirklich ganz gediegen und geschmeidig. Was ein bisschen dezenter bei dem Burger gemustert ist, ist ein bisschen zu viel Senf drauf gewesen. Das ist so von der Feinfühligkeit einfach ein bisschen zu viel gewesen. Aber auch wieder ein sehr, sehr starker Burger. Sehr, sehr starker Burger. Macht mir das nicht leicht, aber der hat das so krank hingekriegt, der Adi. Du musst irgendwann mit Geschmacksverstärker gearbeitet haben. Ahmed hat gerade sogar meine Soße schon gescreent und hat sie als top bewertet, weil keine Geschmacksverstärker drin sind. Nur Butter. Ein guter Koch kriegt es hin mit ehrlichen Mitteln, einen ehrlichen Burger zu machen oder generell ein ehrliches Gericht, wo er die Gewürze und die Zutaten so wählt, dass die Geschmäcker einfach auch intensiviert werden. Du kannst mit natürlichen Zutaten und ausgewogenen Würzen und Zubereiten des Essens, kannst du da einfach natürlich eine maximale Intensität rausholen oder auch einzelne Sachen betonen. Und es ist einfach wirklich sehr faszinierend, wie viel Power du ins Fleisch und aus dem Bacon rausgeholt hast, diese süße Intensität. Dankeschön, freut mich sehr. Bitte? Und Jere, auch zu dir, ich will dich nicht zu kurz kommen lassen. Erster Biss war fast der perfekte Burger, wo ich gleich gedacht hätte, okay, Feierabend. Leichte Defizite durch die Senfverteilung. Mhm. Fleisch ist einfach was Besonderes gewesen. Muss man mit reinwerten und muss man einen Pluspunkt geben. Man hat halt hohe Ansprüche mit der Butterigkeit, dass sie gefehlt hat, war aber halt beim letzten Mal heftig. Aber es ist einfach immer noch ein starker Burger. Man muss sagen, manchmal hört sich eine Bewertung schlecht an oder schlechter als es ist. Einfach weil man mit der Erwartung von einem Burger vom letzten Mal rangeht. Und ganz so stark war er nicht, das muss ich sagen. Und man erwähnt ja die Sachen, die letztes Mal stärker waren. Das heißt nicht, dass der Burger nicht stark ist. Ja, aber ich habe zu wenig Salz gehabt. Nee, Salz war gut, die. Ja, aber dann kann ich das. Ja, okay. Also das Fleisch war super, ne? Also am Fleisch, ja. Das war absolut nicht das, was jetzt irgendwie deinen Sieg gefährden könnte, weil es war eher ein Pluspunkt. Okay, dann ist gut. Boah, Leute. Also. Ich hätte ein Angebot für dich. Würdest du mit 500 Euro von dann gehen und ihm 2500 Euro übergeben? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte es jetzt so gemacht, würde ich die 2K gewinnen, hätte er safe von mir die 500 bekommen. Einfach nur, weil er mir die Chance ermöglicht hat und ich finde alles andere ist bad shit. Aber ansonsten möchte ich jetzt eine ehrliche Bewertung und wenn ich hier reinscheiße, dann gehe ich ohne Geld nach Hause. Ich muss sagen, hätte ich auch nicht gemacht, da war ich voll gemacht. Einmal gucken. Aber heftig von dem Typen, ne? Ich finde, es ist in erster Linie hier eine coole Veranstaltung. Wir haben uns alle mal kennengelernt. Wir haben alle einen coolen Nachmittag miteinander verbracht. Und dass hier irgendeiner mit einem langen Gesicht geht, fände ich richtig scheiße. Oh Mann, das ist ja schon wieder verdammt gefährlich. Jeremias, wie gesagt, dein Burger war saustark. Ich kann ihn nur mit letztem Mal vergleichen, mit einer 8,9, den ich dir gegeben habe. Da hat mir die Butterigkeit zum letzten Mal gefehlt und die Professionalität durch etwas zu viel Senf hat ihn die Professionalität genommen. Dafür spricht aber diese heftige Röstung. Fleisch war wirklich eine gute Wahl und Wagyu heißt nicht immer geil. Den habe ich so oft einfach Standardfleisch gehabt. Hast du einmal eine gute Wahl gehabt? Ich gebe dir für den Burger, die Buns waren auch echt gut. 8,3 Punkte. Das ist ziemlich schlecht. Ja. Das ist nicht schlecht, die. Doch, doch. Das ist nicht schlecht. Kriegst von mir 8,7 Punkte. Oh! Die Buns doch selber gemacht und das wäre dann noch heftiger gewesen. Also es waren wirklich nur die Buns, die vielleicht noch hätten besser zünden können. Absolut. Ich gebe dir auch diesmal direkt das Geld. Vielen lieben Dank, Mann. Ja, sehr gerne. Ja, also war krank. Vielleicht noch Buns selber gemacht. Ja, tut mir echt leid, aber 500 Euro hat er eben schon gesagt. Wir machen es auch gleich offiziell, dass das keiner behauptet, das wäre nicht so. Das ist edel, Mann. Kranker Typ, Digga. 300 sind 400. Darf ich eine Sache sind 500. Hättest du den gleichen Burger im Prinzip genau abgegeben wie letztes Mal, hättest du sogar gewonnen. Ja, aber man kriegt ihn halt nie 1 zu 1 zünden. Natürlich nicht, aber ich hätte alles daran gesetzt. Ja, ganz ehrenhaft. Danke dir. Selbst mit den Krümeln. Ja. Also,
passt, Leute, passt. Also wie gesagt, krankes Ding, Mann. Heftiger Burger, wirklich ganz böse. Deiner auch stark, aber es hat nicht ganz gelangt, Ding. Es hat nicht ganz gelangt. Danke fürs Verbessern, Leute. Ich hoffe, ihr feiert das Videosystem, diese Videoidee. Knallt einen Daumen oben rein, seid dabei mit einem Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst den Daumen oben glühen.